Zunächst möchte ich Günther Domkowski danken, dass er auch die kritischen Probleme hier mit hereingebracht hat. Ich halte das für besonders wichtig, dass wir hier nicht so einen Eindruck machen, als ob wir Friede, Freude, Eierkuchen sind, alle einstimmig nur in der Gegenstimmung agieren. Ich habe meine Gedanken zur Problematik genannt, Pragmatismus und Dialektik in der Alltagspolitik, in der wir jetzt angekommen sind. Also wir haben uns vor über 5 Jahren auf ein Bündnis eingelassen, das wir heute zu hinterfragen haben. Ich stehe zu diesem Bündnis. Die leichteste Antwort auf das fällige Warum wäre sicher die, ich sehe keine Alternative, beziehungsweise ich sehe niemanden, der antritt. Das tut mir leid für unsere Partei. Natürlich ist das zu kurz gesprungen. Und es reicht nicht aus, um eine strategische Entscheidung wie diese zu begründen. Lasst mich bitte kurz die Rahmenbedingungen umreißen, unter denen der Oberbürgermeister und wir seit 2006 gearbeitet haben. Einfach mal ein paar wenige Fakten. Nach der aktuellen 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung wird Thüringen von einst 2,6 Millionen Einwohnern im Jahr 1990 etwa im Jahr 2022 unter die 2 Millionen sinken. Ostthüringen als bisher größte Planungsregion des Landes wird 2016 etwa nur noch Zweiter sein. In Gera sinkt die Einwohnerzahl in 5 bis 6 Jahren unter die 90.000. Das sind einfach Fakten, die wir so zur Kenntnis nehmen müssen. Unser Potenzial an hochmotivierten und gut qualifizierten Arbeitskräften ist durch Langzeitarbeitslosigkeit ausgehungert und nun ja verblichen. Die Infrastruktur wird wegen der abnehmenden Einwohnerzahl immer teurer. Die finanzielle Ausweglosigkeit zerstört von uns ungewollt unsere weichen Standortfaktoren. Die Krise trifft alle Bundes- und Landesregierungen treiben, so steht es auch in unserer Erklärung, Sozialabbau auf Kosten der Kommunen. Das Gewerbe, die Wirtschaft, kommen kaum hierher, sondern sie ziehen weiter nach Osten. Oder wird, falls so ein Investor nach Gera kommen wollte, von der Landesregierung mit Sonderkonditionen nach Erfurt umgelenkt. Haben wir konkret erlebt. Das waren die großen Rahmenbedingungen. Ich will mal ganz kurz ein Beispiel sagen zu den kleinen Rahmenbedingungen. Hat uns vor wenigen Tagen alle bewegt. Der Stadtrat trifft in nicht öffentlicher Sitzung eine Entscheidung über einen Grundstückskaufvertrag. In nicht öffentlicher Sitzung. Da verkaufen wir 10 Hektar eines Gewerbegebiets, das auch dank Norbert Vornehm entwickelt und vorangebracht wurde, erzielen damit beträchtliche Einnahmen für den städtischen Haushalt, siedeln Arbeitskräfte an. Wohlgemerkt, ich weiß um die Schwierigkeit der Problematik, dort wird ein Unternehmen geschlossen, um hierher nach Gera zu kommen und günstigere Bedingungen zu nutzen. Das lasse ich jetzt in meinem Raum stehen. Diese nicht öffentliche Entscheidung steht am nächsten Tag in der Presse und führt dazu, dass diese wichtige Sache beinahe scheitert. Damit wäre der Stadt ein ungeheurer Schaden entstanden. Ich habe manchmal den Verdacht, dass diejenigen, die dem Oberbürgermeister und uns vorwerfen, dass wir nichts für die Wirtschaft tun, selber solche Dinge organisieren. Aber das ist eine Spekulation, aber es liegt irgendwo nahe. Okay. Unter diesen Rahmenbedingungen also haben wir gearbeitet. Und ich bin der Meinung, trotz dieser Rahmenbedingungen hat sich in dieser Zeit viel bewegt. Die Wirtschaft ist sein Schwerpunkt. Das kann man überhaupt nicht vorwerfen, dass das nicht der Fall wäre. Auch wenn viele das bestreiten. Er hat die Stadt bekannter gemacht, das ist in vielen Beispielen gesagt worden. Das Schulbauprogramm, das sei hier nochmal gesagt worden, ist seine Vision. Damit ist er damals zur Wahl angetreten. Jene, die es ihm kaputt gemacht haben, stellen sich jetzt als seine Erfinder hin, als seine Kritiker und Retter. Ein sehr hoher Beamter des Landes sagte mir einmal, Herr Krüger, was wollen Sie denn von der Regierung erwarten, wenn die Gera so wählen, wie sie wählen? Ein Erfolgsmodell ist durchaus
die sehr, sehr schwierige Verwaltungsreform, das hat 35, es wurde schon erwähnt, die Stadtbahnlinie 1, es gibt Sanierungsfortschritte in der Stadt und wie schon gesagt, eine ganze Reihe Gewerbeansiedlungen. Ich wage die These, ohne Vorliegen hätte sich Gera wesentlich weniger bewegt. Wer da von Stillstand schwätzt, das ist ja eine zentrale These der gegenwärtigen Attacken auch, der muss meiner Meinung nach entweder ein erbärmlicher Ignorant oder ein Demagoge sein. Norbert Vornehm hat als Geschäftsführer des GVB eine gute Arbeit gemacht, hat Kreativität und Weitsicht bewiesen, den Nachweis erbracht, dass er es kann, nämlich Visionen entwickeln, Wege seiner ihrer Umsetzung zu definieren, Konzepte aus Visionen formen und diese auch durchzusetzen. Deshalb war er 2006 der Kandidat, der die Stadt aus dem Stillstand, aus der bleiernen Zeit herausgeholt hat. Natürlich haben wir nicht übersehen, dass die gegenwärtige Stimmung nicht optimal ist. Aber ich meine, wer verändert, der macht sich unbeliebt. Der eckt an. Der zwingt dazu, alte, bequem gewordene Wege zu verlassen. Der stellt Gewohnheitsrechte in Frage und scheucht Amtsträger von ihren Plätzen, auf denen sie sich für Ewigkeit eingerichtet hatten. Das ist kein Stillstand, aber es schafft Feinde, manchmal sogar an den eigenen Reihen. Das ist für viele ein leichtes Spiel, solche Stimmungen zu bedienen und für eigene Zwecke und Ziele zu missbrauchen. Ich plädiere für Vornehm, weil ich ihm vor allem eine ausgezeichnete fachliche Kompetenz zutraue. Er beschränkt sich nicht auf das Verwalten eines Zustands, sondern er gestaltet das Machbare unter schwierigen Bedingungen. Er sieht die Stadt als Ganzes, so komplex wie sie nun mal ist, und reduziert sie nicht auf platte Formeln wie Wirtschaft statt Bildung oder Kunsthaus gegen Schule. Aus diesem Grunde möchte ich dafür werben, dass wir mit großer Geschlossenheit diese Kandidatur unterstützen. Danke.